Willkommen zu Tavern Master. Ja, das Spiel haben wir schon mal gespielt. Das war eine Early Access, soweit ich das weiß. Da war es noch im Aufbau und die sind direkt am nächsten Spiel dran. Blacksmith Master, das werden wir uns natürlich auch anschauen. Ich habe es bereits auf der Wunschliste. Ja, warum spielen wir ein neues Season Tavern Master? Weil man mir gesagt hat, wo ist die Frau, die neben mir gerade sitzt. Ey, da gibt es neue Updates, da sind neue Sachen drin. Ich schaue dir das einfach mal an. Das ist ja schon lange her, wo wir gespielt haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, schauen wir auf jeden Fall mal rein. Wir haben drei Schwierigkeitsgrade. Ich würde sagen, wir fangen einfach auf normal an, den ausgewogenen. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung und das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Das bin ich ja jetzt schon, obwohl ich noch kein Unternehmen habe. Sieh dich um, bewege die Kamera in dem, was du siehst, bei Scrollrad. Achso, genau, beim Scrollrad oder WASD, das ist das hier. Gut gemacht. Du kannst die Kamera durchdrehen, indem du die rechte Maus gedrückt hältst und die Maus bewegst. Ja, okay, das ist sehr schön. Ja, machen wir. Taverne sieht gar nicht gut aus, wie eine Taverne. Eine Wand fehlt, es gibt keine Türen und keine Fenster. Lass uns das beheben. Ja, sind wir jetzt bei Hausflipper? Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Wand zu ziehen. Und eine Tür einzubauen. Wir machen natürlich direkt hier vorne hin. Dann brauchen wir noch ein paar Fenster. Okay. Gut gemacht. Lass uns jetzt ein paar Tische und Bänke kaufen. Ja, aber kann sagen, wo sind die jetzt hier? Die sind hier unten. Tische. Es gibt ja nochmal sowas wie Ansehen. Also das heißt sogar Ansehen. Ja, wenn ich die jetzt hier kaufe. Jetzt brauche ich noch Bänke. Unter Sitzplätze ist das. Das Requisit an der falschen Stelle platziert. Ach, Alter. Ob ich das jetzt da hinpacke oder da hinpacke? Wen interessiert das denn? Lichter anzeigen. Das ist nicht neu, aber das ist auch etwas, was es jetzt... dass es halt auch Sachen gibt, die brennen können. An einer Säule. Okay. Gut gemacht. Jetzt, wo wir genug Sitzplätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren kaufen. Okay. Ja, darauf klicken. Und dann sollten wir hier auf den Zettel klicken. Und jetzt können wir hier Bier kaufen. Das ist neu mit dem Plus. Bierfass. Alfass oder Alefass, Milchfass, Limonadenfass, Weinfass, Apfelwein und Met. Mhm. Genau, wir können das hier wieder auffüllen. Einmal maximal auffüllen. So, perfekt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Gut gemacht. Jetzt haben wir einen Platz, auf dem die Leute sitzen können. Und wir haben Getränke, die wir servieren können. Das letzte, was uns fehlt, ist ein Personal. Also Personal einstellen. Das müsste hier sein. Genau, Pop-out. Anheuern. Wen heuern wir denn an? Barkeeper. Jeden Tag bekommst du neue Bewerber zur Einstellung. Wähle einen dieser vier aus, indem du das Schaltfläche einstellen klickst. Ich gucke mal. Riecht vier Getränke. Geschwindigkeit nicht tragen 1,9, 1,6, 1,33. Lohn haben sie alle 5. 1,17, 1,7. Mhm. Also der Artus, der wäre relativ gut, würde ich sagen. Kriegt er nur drei Getränke. Das wäre jetzt ein Nachteil. So, wen haben wir denn noch? Redford. 1,6, 1,42. 2,1. Ich würde mich jetzt spontan, wenn ich jetzt so gucke, für den Arthur entscheiden. Die Stimmungen sind jeden Tag 20% langsamer. Okay, kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Wow, das ist auch nicht schlecht. Aber wir nehmen den hier. So, anheuern. Jetzt brauchen wir noch eine Kellnerin. Okay, zieht jeden Tag 3,5 mehr Kunden an. Okay, was macht die Caitlin, dass sie das kann? Dann haben wir, kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Hält 5 Trinkgeld für jedes serviertes Essen. Okay, kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Judy oder Ada? Vergleichen wir die mal. 6 und 5. 2, 7. 2, 2, 5. Dann würde ich die Ada einstellen, weil die halt... Obwohl, ne, Judy ist, glaube ich, ein Ticken besser, ne? Die hat 2, 7, 2, 5. Ja, das gleicht sich hier wieder aus, ne? Mit den beiden Sachen. Obwohl, Treppensteigen ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das kann man hier noch umskillen bei ihr. Dann will ich die jetzt hier einmal einstellen. So, und dann schließen. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können, bevor die Zeit zurückdrehen. Also bevor wir die Zeit drehen, wollen wir sehen, wie du neue Sachen mit der Taverne freischalten kannst. Ja, das ist die Forschung. Ja, genau, das ist die Forschung. Da gibt es nämlich auch jede Menge neue Sachen. Forschung beginnen. Und was ich da jetzt so gesehen habe, da zum Beispiel hier, mehr Kellnerin. Es wird sogar... sind sogar Symbole mittlerweile drin. To-Go-Essen, das ist auch neu. Dekoration für die Küche bin ich mir jetzt nicht so sicher. Müsste ich reingucken in den ersten Stream, den wir gemacht haben. Auf jeden Fall sind da viele, viele neue Sachen mit drin, die neu sind. Toilette zum Beispiel. Der Garten ist neu. Neue Etage gab es schon vorher. Feuerlöscher Level 3. Das ist auch neu, dass es Feuer gibt. Wintertaverne. Gehen wir in eine neue Taverne in einer neuen Umgebung mit neuen Regeln. Klick auf neues Spiel im Hauptmenü. Wähle Wintermodus. Okay. Der ist auch neu. William Tell. Was ist das denn hier?
Ah, okay. Pauline Lukas und Basketballspiel. Das sind auch neue Sachen. Also die Sachen hier auf jeden Fall. Keller. Keller ist auch, glaube ich, auch neu. Ja, bis wir da ankommen, da dauert das natürlich eine ganze Weile. Mein letzter Tipp für dich ist, darauf zu achten, sollst du nur Sitzplätze und wenn alle Plätze besetzt sind, kauf bei Tisch und Bänke viel Erfolg. Ja, das machen wir. Lass uns mal auf höchste Geschwindigkeit laufen. Was ist es jetzt genau? Also wir werden jetzt die Leute bewirten, versuchen uns eine riesengroße Taverne zu bauen. Wir werden dann auch zwischendurch beklaut. Es gibt Feuer. Und wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Ich werde die Folgen habe ich eine halbe Stunde circa machen, weil es gibt dann nicht immer was zu tun oder immer was zu sehen. Deswegen werde ich dann so auf eine halbe Stunde circa machen. Lass uns einfach so nebenbei laufen. Ist so ein Nebenbei-Projekt, was jetzt nicht so viel Priorität hat. Aber wir haben gesagt, wir gucken auf jeden Fall noch mal rein. Es wird bestimmt noch mehr Projekte geben, wo wir mal reinschauen, anspielen werden. Deswegen werde ich heute so zwei Folgen aufnehmen, also eine Stunde circa. Und dann euch das raushauen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das immer machen dann nebenbei. Als Projekt, das wird jetzt noch mit dieser Woche jetzt rauskommen. Also wahrscheinlich morgen dann oder vielleicht heute Abend dann noch. Das muss ich dann schauen, wie schnell ich dann die Folge gleich geschnitten kriege. Was läuft ja schon mal ganz gut hier, ne? Also wir verdienen momentan ganz gut. Können das Personal auch umskillen, soweit ich das weiß. So, wo habe ich denn die Judy? So, jetzt kann ich hier einmal alles wegmachen. Trinkgetränke. Wir haben 8 Punkte. Treppen steigen. Dann würde ich jetzt sagen, kriegst du noch... Trinkgeld würde ich wegmachen. Lass uns das hier mal so verteilen. Dann haben wir noch 2 nicht tragend. Und trägt mehr Getränke. Also 4 Getränke kann sie tragen. Ja. So, Arthur. Können wir auch umskillen? Nicht tragend. Da würde ich das auch gleich halten. Da habe ich 2. Machen wir mal 4 Getränke. Getränke einschenken machen wir mal auch mal ein bisschen her. So. Und das geht immer bis 12 Uhr nachts. Dann ist Ende in der Taverne. Und dann gehen die Leute halt. Und das ist jetzt, ja, das machen wir jetzt die meiste Zeit. Jetzt sind wir hier in der Bilanz. Ja, wir haben jetzt eine total negativ. Sind verärgerte Kunden gegangen? Nein, das sieht alles aber ganz gut aus. Okay, jetzt können wir hier gucken. Alles da. Jetzt könnte ich hier sagen, ich baue das noch um. Dass wir das verschieben oder kann ich das nicht verschieben? Packen wir es einmal direkt da runter. Weil ich weiß nämlich, dass man, ich glaube, wie viel Platz hast du gelassen? Immer einen Balkenbreite. So. Okay. Also die Bänke auch zusammenstellen, ja? Okay. Okay, das heißt, das, was wir jetzt hier haben, das passt. Da muss ich die nur... Genau, ich muss die ein bisschen heranziehen. Und dann kann ich die Sachen ein bisschen weiter runterziehen. Spar mir ein bisschen Platz. Na, weiter runter kann ich nicht? Nein. Okay. Dann passt das schon mal. Wir können sogar... Wähle eine Farbe. Schwarz. Okay, was kann ich denn jetzt hier schwarz machen? Nix. Farbe. Ah, geht noch nicht. Okay. Ah, okay. So, nächster Tag. Wir haben sogar Wetter mit drin, was auch relativ neu ist. Mal ein bisschen bei mir ein bisschen leiser stellen. Für uns. Also für mich ist es jetzt relativ neu, weil ich habe, glaube ich, das damals nur angespielt und das war's dann. Klarer Himmel, 10%. Ja, doch, 10% mehr Gäste pro Tag. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wenn wir genug Gäste haben, können wir auch mehr Leute reinpacken. Aber wir brauchen halt ein größeres Ansehen. Und wir könnten natürlich auch gucken, dass wir mehr Sitzplätze bauen. Ein Tisch wäre natürlich nicht verkehrt. 4x4x4. Dann könnte ich jetzt da reinpacken. Wie viel habe ich denn noch im Budget? 220 Sitzplätze. Da kann man auch solche Luxusdinger kaufen, aber das werden wir alles relativ spät erst umsetzen. Also hier Bank Deluxe. Ja, würde direkt 35 geben. Wir bleiben aber erstmal bei den Story-Sachen, sage ich jetzt mal. Dass wir da erstmal bleiben und dann alles nach und nach upgraden, sobald wir das Budget haben. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir noch mehr Bänke hinzubekommen, dass wir das ein größeres Ansehen bekommen. Da haben wir ein Ausrufezeichen. Was ist denn hier? Die Judy ist ein Level Up, glaube ich. Die hat einen neuen Punkt bekommen, ja. Direkt erstmal mehr Lohn hier gefordert. Direkt 12. Ja, das ist ja natürlich klar. Hey, ich bin eine Stufe aufgestiegen, möchte mehr Geld haben. Kann ich das in der Firma auch bringen? Hey, Leute, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Kriege ich jetzt mehr Geld? Das ist doch schön. Ja, das verschieben wir mal. Wir machen direkt hier vorne erstmal so einen Teppich rein. Ne? Wenn du direkt zu Beginn hier reinkommst, hast du erstmal so einen Teppich. Ist auch nochmal ein Ansehen, da gibt auch nochmal Deko-Punkte. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt haben 21 Gäste im Durchschnitt pro Tag. Das ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Also es lohnt sich jetzt noch nicht, neue Leute einzustellen. Ja, müssen wir gucken, dass das auf jeden Fall besser wird. Ja. Die trinken momentan nicht so viel, deswegen brauchen wir momentan nicht so viel einschenken. Aber es gibt nachher noch Essen, was wir bekommen. Wir haben immer noch ein Ausrufezeichen. Der Arthus ist auch Level Up. Okay, pass auf, hier, nächste Stufe.
Getränke machst du mal 5. Ja, machen wir da so ein bisschen schneller. Momentan ist er relativ ruhig. Ah, vielleicht müssen wir doch mal so langsam eine zweite einstellen, weil sie kommt gerade nicht so schnell hinterher. Aber sie haben noch keine Balken übereinander. Ich habe gesehen, dass bei der Maranuba, die ja neben mir sitzt, die hat das nämlich auch. Die spielt das jetzt schon seit 3-4 Tagen. Seit Samstagabend. Glückwunsch, Kücheneinleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Küche. Hier ist ein Bonus von 800 Gold, damit du genug Geld hast, um sie zu bauen. Dankeschön. Schritt 2, Küche. Dann bauen wir sie doch mal. Also erforschen, plus 7 Gäste pro Tag. Oder Limonade. Ich würde sagen, wir forschen die Limonade, weil mehr Geld dürfte auch mehr Gäste heißen. Okay, oberste Wand, Bodentextur, Spezial. Das ist was. Achso, das ist was anderes. Oh, wir haben sogar neue Sachen drin hier. Und neuer Boden ist auch mit drin. Okay, sehr interessant. Dann schauen wir doch mal die Küche. Gibt sogar einen Garten, sehe ich gerade. Ein Garten. Okay, kann man auch machen. Spiele. Ja, die müssen wir natürlich noch freischalten. Küche. Müssen wir das so ein bisschen. Ja, jetzt will ich erstmal erweitern. Ich denke mal, die Küche bräuchten wir jetzt schon, ne? Bauen. Ich brauche noch ein bisschen Wand hier. Ich gehe mal so ein bisschen weiter hier rüber. So, die andere Wand will ich jetzt einmal abreißen. Bodentextur. Also Bodentextur kostet mich gar nichts. Dann würde ich hier das den Boden machen, da wo die Leute arbeiten. Da kriegen die so eine schöne Bodentextur. Am Eingang machen wir hier so eine schöne. Und da wo die Leute sitzen. Oh, ist dieselbe, ne? Ist dieselbe. Machen wir dann hier so eine Steintextur hin. So, dann gehen wir doch mal zurück. Küche. Wir brauchen ein Regal. Ich muss mal kurz gucken hier. X. Machen das hier relativ nah dran. Dann haben wir hier eine Theke. Können wir dann hinstellen. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ist denn der Koch? Das muss so rum. Dann haben wir hier unsere Warenkiste. Ich will die mal hier weiter runter, würde ich sagen. Und ich finde die Musik sehr schön dabei. Jemand geht dann auf den Sack, wie du gerade gesagt hast. So, Kerzenständer. Er hat Ständer gesagt. Da steht doch Kerzenständer, was soll ich denn tun? Okay. Ja, wir machen hier mal noch so ein bisschen Licht rein. Oh, da haben wir nicht genug Geld für diese Aktion. Nein, wir haben kein Geld mehr. Hätte weggeschickt. So, jetzt muss ich mal kurz die Sachen hier noch so ein bisschen schieben. Ja, sieht so ein bisschen klobig jetzt aus, ne? Aber das kriegen wir hin. 44 Gäste. Achso, dann muss ich noch jemanden einstellen, ne? Anheuern. Ich brauche einen Koch, Freunde. Köche. Je Geschwindigkeit verringert sich nicht, wenn du etwas trägst. Sieht jeden Tag mehr Kunden an. Okay, wir stellen den Godfrey ein. Also wie wir gerade gesagt haben, man kann ja auch die Preise erhöhen und das gibt dann ordentlich ja, Verlust an Leuten. Aber das ist nicht schlimm, die kommen ja mit der Zeit wieder. So, mal gucken, ob wir jetzt was zu essen. Ja, guck mal, der Koch macht schon, sehr schön. Wir haben jetzt 3 Kellner mittlerweile, weil ich will gleich so ein bisschen weiter ausbauen. Und wenn wir jetzt noch den Koch dabei haben, ne? Jetzt haben wir 48 pro Tag. Muss mal so ein bisschen die Zeit im Auge behalten pro Folge. Obwohl, ich nehme das ja eher im Stück auf, ne? Wir haben jetzt eine Stunde, dann sind wir so bis 2 bis 3 circa dran. Ja, das passt, dann kann ich mich danach schneiden. Dann muss danach schneiden. Eigentlich wollte ich ein anderes Projekt mit reinnehmen. Okay, wir haben 127. Ich baue mal noch ein paar Tische. Das müsste so passen. Sitzplatz. Oh, ich sehe gerade, das passt nicht ganz, ne? Ich müsste den. Ja,
Ja, die sind jetzt verärgert, weil ich das jetzt verschoben habe. Ja, tut mir leid. Ich möchte das doch ordentlich haben. Stellt euch da mal nicht so an hier. Ich möchte das halt ordentlich. Jetzt hier sind da 4 von 4. Ich weiß gar nicht, ob man die Wände ausblenden kann. Kannst du nicht, okay. Wir sind bei 49 pro Tag. Also sobald wir jetzt mehr Geld haben, würde ich das Ganze jetzt erweitern. Dass wir hier auf jeden Fall das zukriegen, so weit wie möglich. Die Reihe hier am besten noch. Die Forschung ist auch wieder durch. 15 Gäste pro Tag. Wir könnten mal gucken, ob wir uns die Limonade leisten können. Können wir hier Wasserfass kaufen? Limonadenfass? Nein, können wir aktuell noch nicht. Brauchen wir 200 Gold für. Okay, dann warten wir erstmal. Dann würde ich erstmal neue, mehr Gäste reinlocken, damit wir natürlich auch mehr Geld bekommen. Und wir haben jetzt hier... Hey Godfrey, ist Level up! Godfrey, was kann ich für dich tun? Er möchte einmal einen Talentpunkt verteilen. Geschwindigkeit wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, du hast 5 Getränke. Was haben wir bei dir? Nancy. So, bei dir resetten wir das einmal mal. So, Trinkgeld lassen wir erstmal weg. Absteigen brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, was ist? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. So, bei ihr resetten wir das auch. Treppensteigen fällt momentan weg. Getränke tragen machen wir hoch. So, und solange die alle glücklich sind, ist ja alles okay. So, wir haben jetzt 335 und die Forschung ist auch durch. Musiker erforschen. So. Aha. Da Sitzplätze noch hinpacken, 35. Ja, guck, wir könnten schon mal die besseren Sitzplätze hinpacken. So, achso, der kostet 150. Okay, das ist ja doch eine ganz schöne Nummer. Da sind wir schon bei 59, ja. Wir haben jetzt minus, ja. Wir starten direkt in den nächsten Tag rein. Minus 51, ja. Hust, hust. Ja, ich denke auch, aus der Sache werden wir eine Zeit nicht rauskommen. Kauf ein neues Fass Limonade. Ja, sobald ich Geld habe, können wir das machen. Ich wollte gerade sagen, da sitzt ein Geist oder was? Er sah gerade aus wie ein Geist hier, ey. Ja, dann müssen wir halt die noch etwas kleineren Sachen erstmal kaufen. Müssen wir keine Brötchen backen in dem Fall. Ja, sobald wir jetzt hier das Budget haben, was brauchen wir jetzt hier? Sitzplätze brauchen wir 50. 100, 150 brauchen wir aktuell. Da müssen wir warten, bis das Geld hat. Das dauert natürlich immer eine Weile. Das Limonadenfass möchte ich nämlich momentan noch nicht kaufen. Wir bekommen aber auch momentan nicht so viel Geld rein. Ne? Also, guck mal, hier haben wir direkt das nächste. So, Sitzplatz hier. So, machen wir direkt hier den nächsten. So, nächste erhöht hier. Tragen, nicht tragend. Ja, wir machen mal hier, wer tragen kann. Nancy ist auch Level up. Trinkgelder habe ich jetzt eben nicht geskillt. Hätte ich, wäre, glaube ich, keine verkehrte Idee, aber momentan lassen wir es erstmal. Können wir immer noch machen. So, jetzt können wir direkt noch 2 Tische kaufen. Sitzplätze. Entschuldigung, Sitzplätze. So. Dann könnten wir hier eventuell noch welche hinpacken, bevor wir dann erweitern. Jetzt sind wir bei 59. Aber wir müssen als nächstes mal die Limonade kaufen, würde ich sagen. Was ist jetzt schon wieder hier mit dem Personal? Was geht denn hier ab hier? Die Julie ist auch schon wieder Level up hier. Oh Leute, ihr rennt mir ja hier weg. Das gibt's ja gar nicht. Essen to go haben wir dann nämlich auch bald. Dann gibt's, dann können die Leute nämlich auch noch was zu essen mitnehmen. Ja, das ist quasi so eine etwas andere Art von to go. Was haben wir denn hier? Bediene 20 Kunden. Jawohl, wir bekommen 100 Gold und können uns das Limo-Fass kaufen. Sehr schön. Oh, wir müssen das Bier gleich... Nein, jetzt habe ich ein Bierfass gekauft. Entfernt. Ja. Oh nein, jetzt kann ich das nicht auch. Jetzt kann... Ja, jetzt habe ich Fehler gemacht und jetzt kann ich das... Oh, verdammt. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Jetzt habe ich gedacht, ich kann das... Krieg das Geld wieder. So, Kaffee to go. Musiker könnten wir noch einstellen. Wenn wir noch ein Ansehen bekommen, wenn wir dann hörsteigen. Wo haben wir das denn hier? Sitzplätze, Dekorationen, Lichter, Küche... Was ist das denn hier? Gegenstand ist zum Glück. Achso. Feuerlöscher. Ja, ich glaube, den platzieren wir mal, den Feuerlöscher. Den brauchen wir nämlich auch. Ich weiß nicht, ob ich den einfach hinstellen kann. Den nehmen wir mal und stellen ihn auf jeden Fall mal rein, weil der wäre nicht verkehrt. Was haben wir hier? Auf einen Feuerlöscher. Achso, was brauchen wir noch? Bedienen 20 Kunden. Kenne den Namen deiner Taverne. Ah, jo, genau. Müssen wir auch noch machen. Kevin Master.